Ich denke also, bin ich. Dieser berühmte Satz von Descartes war kein eitles Eigenlob. Im Gegenteil, der Mann hatte große Zweifel, vor allem an der eigenen Wahrnehmung. Er sagte sich, nur weil ich die Welt so wahrnehme, heißt es nicht, dass sie auch so ist. Also reicht es nicht, sie nur mit den Sinnen wahrzunehmen. Man muss sie auch überdenken, um in ihr zu sein. Wer sein Oberstübchen einsetzt, das eigene Weltbild zu formen, durchschaut sie klarer und stellt fest, da läuft vieles schief. Und daraus ergibt sich, man müsste etwas dagegen tun. Für einige ergibt sich sogar, ich müsste etwas dagegen tun. Eine dreiteilige ARD-Dokumentation porträtiert Menschen, für die sich aktuell ergibt, ich tue etwas. Ich rebelliere, also bin ich. Ich bin ein Mensch, der akzeptiert die Bedrohung nicht. Und ich habe irgendwann entschieden, dass ich keine andere Wahl habe, als das zu tun, was ich tue, weil es eben nötig ist. Wenn mehr Leute aufstehen und mehr Leute sprechen, dann werden Dinge schneller geändert. Und das ist einfach ein Fakt. Die Welt brennt an allen Ecken und Enden. Und ich finde, alles andere als Radikalität ist zynisch. Ich bin mir selber immer treu geblieben. Wenn die nur wissen, wie viel Tonnen meine Träume wiegen. Doch ich steh Kerzen gerade und ihr lasst euch verbiegen. Dieser Star nennt sich der Hamburger Rapper. Seine Radikalität legt er vor allem in seine Texte. Rap ist ja irgendwie der moderne Punk und das war schon irgendwie, liegt schon irgendwie in der Natur der Sache, dass ich mich darin wiedergefunden habe. Doch seine Kritik an einer Gesellschaft, die Obdachlosigkeit zulässt, bringt er auch auf die Straße. Setzt damit Zeichen, auch wenn er dabei Regeln brechen muss. Ich glaube, dass die Klassenungerechtigkeit das bestimmende Problem in der Geschichte der Menschheit ist. Und ich glaube, dass vieles von dem, was jetzt gerade passiert, Symptome dieses Konfliktes sind. Auch die erfolgreiche Comedienne Enissa Amani nutzt ihre Popularität abseits der Showbühne und kämpft für die Rechte von weniger Privilegierten. Ich habe eine Frage an die Politiker und Politikerinnen dieses Landes. Wenn ihr seht, dass Minderheiten diese Kraft haben, dass afghanische Frauen diese Kraft haben, dass Kinder diese Kraft haben, warum sind dann die Politiker auch dieses Landes nicht deutlicher in ihrer Ansprache gegenüber Iran? Vorbild für ihr Engagement ist ihr Vater, der sich schon lange für politische Gefangene in seiner iranischen Heimat einsetzt. Das ist mein Partner. Schönsten Satz, den mein Vater zu mir gesagt hat: Wenn sie spricht, dann höre ich einen Teil meiner Seele. Und das war für mich natürlich so ein sehr schöner Moment. Genau wie er ist auch sie bereit, dafür Opfer zu bringen. Was geht gerade ab mit der Welt, Alter? Weil sie auf ihrem Instagram-Account einen AfD-Politiker wegen seiner rassistischen Äußerungen verbal attackierte, wurde sie von ihm verklagt. Albaner Diebe sind, hat gesagt, alle Afrikaner, aber hat das N-Wort benutzt. Ich weiß noch, der Anwalt hat damals gesagt, wir können das im Rahmen von Kunstfreiheit. Da habe ich gemeint, nein, das ist keine Kunstfreiheit. Ich habe den von Herz beleidigt. Ich habe den nicht künstlerisch beleidigt. Ich habe ihn echt beleidigt und deswegen muss ich auch zahlen. Grenzüberschreitungen und Provokationen sind auch Teil der Kunst von Philipp Bruch. Ich sehe meine Rolle eigentlich genau in dieser Art, für Humanismus zu kämpfen, auch dafür, dass diese Gesellschaft eine humane ist und bleibt, was sehr schwierig ist. Mitten in Berlin baute er 2016 mit seiner Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit eine Arena, in der Flüchtlinge Tigern zum Fraß serviert werden sollten. Sie ließen die Wahlkampfflyer der AfD schreddern, bauten das Holocaust-Mahnmal vor Björn Höckes Wohnhaus nach oder protestierten mit Totenkreuzen vor dem Reichstag gegen die Abschottungspolitik der EU. Die Aufmerksamkeit ist groß, doch die Ergebnisse ernüchternd. Wir sind vielleicht die erfolgreichsten Erfolglosen im Kampf oder in der Konzeption um Widerstand in dieser Republik. Hat nichts gemacht. Ist eigentlich heute schlimmer als damals. Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern. Wenn in der Geschichte, immer wenn es schwierig wäre, die Leute gesagt hätten, ach, wir können es sowieso nicht mehr ändern, ach nein, jetzt ist eh zu spät, ich weiß doch nicht, wie das alles gehen soll, dann wären wir wahrscheinlich, würden wir immer noch, was weiß ich, wo wir leben würden. Wir stellen die Kunst und die Macht der Kunst gegen die Macht der Politik, um
etwas origineller, sage ich jetzt mal, der Politik manchmal den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Besondere Zeiten erfordern besondere Mittel. Musikerinnen, Comedians und Aktionskünstler zeigen Haltung im Kampf um eine menschlichere Welt.